Nabend. Ja, willkommen zurück bei Banjo Dreamy. Ja, wir sind wieder hier, da wo alles begann. Glowing Gardens. Wir haben neue Fähigkeiten gelernt. Und da wir Level 4 vervollständigt haben, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass unsere jetzigen Fähigkeiten auch ausreichen müssten, um die Level 1 bis 3 ebenfalls mit allen 25 Noten abzuschließen. Und ich komme aus Bochum. Nein, oh, guck mal, was da oben ist. Das sind alles Sachen, an die wir vorher nicht rankamen, weil wir nicht richtig springen konnten. Und jetzt geht das. Wundervoll. Ist das nicht wunderbar? Hey, wir haben nicht eine leere Honigwabe. Doch, wir müssten. Nee, wir haben eine leere Honigwabe gefunden in Level 4. Stimmt, genau. Aber trotzdem viel zu wenig bisher. Wir gucken jetzt trotzdem mal so ein bisschen. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas, was ich übersehe. Hier zum Beispiel. Ich komm Bochum. Ja. Okay. Und sonst noch was? Wir gehen nochmal hier oben drauf. Wir haben ja Zeit. Das ist ja live. Das kann passieren. Das ist ja schön. Ah, sieht so richtig schön dreamy-mäßig hier aus. Eine richtig schön verträumte Welt. Und das ist auch Glowing Gardens. 25 Noten wollen gefunden werden. Und wir sammeln sie alle. Alle. Oder wir bleiben einfach hier in den netten Blümchen hier stehen. Oh, wie schön. So. Hübsch, hübsch. Guck doch mal, da oben ist auch was. Ja, auch. Jetzt langsam kommen die leeren Honigwaben. Wunderbar. Yeah. So. Ich würde mal sagen, bevor wir in die Nebenabschnitte gehen, sehen wir erstmal zu, dass wir uns die 10 Noten des Hauptabschnittes sammeln. Also sprich, dieser Garten hier draußen. So, den Nebenabschnitten zu dem Baum und so weiter, da kommen wir noch früh genug hin. Yeah. Und ja, gucken wir jetzt einfach mal. Das müssten 10 sein. 10 so und jeweils 5 in den 3 Nebenabschnitten. So stand es im Klüger-Evangelium geschrieben. Ich kann es nicht oft genug zitieren. Ja, ich bin ja auch sehr, sehr dankbar für die klügermäßigen Tipps. Das erleichtert die ganze Sache ein bisschen und es hat immerhin dafür gesorgt, dass ich mich bisher noch nicht komplett vertan und nicht komplett im Dunkeln getappt bin, weil ich bin sicher, dann hätte es vielleicht noch den ein oder anderen Safe-State mehr bisher gegeben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Einer, zwei. Das wird sich doch ändern. Da bin ich echt sogar sehr fest von überzeugt. Aber bis es soweit ist, kann ich sagen, jawohl, ich bin voll gut. Ich hab's voll megamäßig hyper. Mäßig gut drauf. Naja, draufgegangen sind wir trotzdem schon ein paar Mal. ohne Safe States. Im Banjo-Kazooie Let's Play sind wir auf legitime Art und Weise ja gar nicht draufgegangen. Tja, das kann ich hier leider nicht behaupten. Sehr, sehr schade. Aber das ist ja auch blind. Das kann passieren. Kann man auch so sagen. Oh, doch, kann hochkraxeln. Hab eben schon gedacht. Kommen aber trotzdem so nicht oben drauf. Wie viele haben wir jetzt? 6 Stück. 4 müssten also hier noch irgendwo sein. Aber wir waren ja noch nicht so wirklich oben drauf. Und deswegen gehen wir einfach mal oben drauf. Sofern ich herausfinde, wie. Das sieht doch zum Beispiel so aus als... Jawoll. Ja, Mann. Gott. Ich hätte die Kamera gerne gerade hinter mir. Oh Gott. Ganz langsam. Filigran, Banjo, du hast Zeit. Es ist noch nicht zu spät. So, wundervoll. Warum ist das hier so ägyptisch? Warum hat das hier so ein ägyptisches Flair, die Musik? Geh nochmal hier hoch. Komm mal von hier rüber. So, und da unter mir ist eine... Alter, unter mir ist eine Note... Ah! Ich sollte vielleicht nicht einfach stehen bleiben. Unter mir ist eine Note noch. Und da hinten nebendran ist wahrscheinlich sogar der Nebenabschnitt, den ich mit Hilfe dieser Sprungplatte nun erreichen kann. Das ist alles... Ich habe hier ein Problem. Fuck. Den muss ich erstmal weglocken hier. Sonst ärgert er mich die ganze Zeit...
Zeit. Und die auch. Ja, geil, lauf doch neben... Ja, geil. Experte im Honigwaben ausweichen. Wenn das eine olympische Disziplin wäre, ich wäre Goldmedaillenaspirant. Okay. 9 Stück. Goodie, goodie, goodie. Da kommen wir auch noch hoch. Das konnten wir bisher auch noch nicht wegen der fehlenden Sprungfähigkeit. Da gehen wir also definitiv auch noch bald hin. Könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass wir damit sogar anfangen. Aber jetzt erstmal gucken, ob wir die letzte Note hier nicht überfinden. Gehen wir mal hier drauf. Willst du nicht? Willst du doch? Ne? Befehle es dir. Na bitte, da. Ah, jetzt, ja. Hey, ja. So, jetzt müssen wir noch die leere Honigwabe. Das wäre doch gedacht, wenn wir hier nicht über die Kabel laufen könnten. Oder einfach rüberspringen. Ich komm, Bochum. Wunderbar. So, ich glaube, damit habe ich hier erstmal alles, was ich will. Zum Baum will ich jetzt erstmal noch nicht. Das ist ja der erste bekannte Abschnitt. Das muss ja nicht immer alles bekannt sein. Kant, 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 Kant. Man kann ja auch erst einmal, so laufe ich doch dahin, hier lang gehen. Weil das konnten wir ja bisher noch nicht. Und jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, was uns da drin erwartet. 10 Noten. Danach müssten es 15 sein. Eigentlich. Das sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Hauptsache, das ist alles kein Gift hier. Bei grünem Wasser bin ich immer vorsichtig. Seit Rusty Bucket Bay Jahre doch wieder raus. Ich meine natürlich Rusty Bucket Bay, 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 Rusty Bucket. Das ist ein Running Gag, der müsste mal wieder auf Twitch kommen. Das ist, den kennen reine YouTube-Zuschauer, wissen jetzt gar nicht, was das jetzt gerade sollte. Ob jetzt irgendwie meine Platte hängen geblieben ist oder sonst was. Ich meine, zum einen ja, das auch. Das tut sie gelegentlich. Aber in diesem Fall einfach ein Running Gag, weil ich Banjo-Kazooie damals auch im Stream gespielt habe. Und das ein sehr, sehr schönes Projekt. Generell eigentlich alle Projekte aus 2016. Meinem ersten Streamer-Jahr, wenn man so will, weil ich ja vorher nicht streamen konnte aufgrund schlechter Internetleitung. Das waren allesamt waren das schöne Projekte. Muss ich ehrlich sagen. Da war jetzt keins dabei, wo ich sage, okay, das war richtig scheiße. Da gab es 2017 und 2018 schon eher Projekte, wo ich sage, das war ein bisschen durchwachsen. Da war ich jetzt nicht so zufrieden mit. Aber 2016 war cool und Banjo-Kazooie war da ein Teil von. Obwohl wir sehr lange gebraucht haben. Ich bin es eigentlich gewohnt, Banjo-Kazooie wesentlich schneller durchzuschaffen. Wobei wir natürlich da auch 100% gemacht haben, aber... Ah! Wie viel habe ich denn jetzt? 2. Fuck. Jetzt muss ich da wieder hoch. Es tut mir leid. Und irgendwie im Stream. Ich weiß gar nicht, wie viele Streams wir gebraucht haben. Damals waren sie ja noch länger. Jetzt mache ich ja mittlerweile streame ich ja nur noch so 1 bis 1,5 Stunden pro Woche. Und damals haben wir an einem Abend gleich mal, also locker 3 Stunden gemacht. Manchmal sogar ein bisschen länger. Und trotzdem habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Streams gebraucht. Für Banjo-Kazooie. Das ist halt im Stream, da laberst du ohne Ende. Und konzentrierst dich nicht so sehr. Es gab auch einige Stellen mit Click-Clockwood, wo ich mich wesentlich schlechter angestellt habe. Im Stream bin ich auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Mal gestorben. Ich glaube, alleine in Rusty Bucket Bay 3 Mal. Ich sag nur Maschinenraum, aber das war eigentlich zu erwarten. Soße. Das ging in die Hose. Ich glaube, ich brauche nochmal ein Sprungplättchen. Dann gehen wir nochmal da hoch. Ja, da ist mir der Banjo ein paar Mal draufgegangen im Stream. Er ist dann hier verendet. Das Miststück. Pfff.
Leute, die nicht wissen, was labert der jetzt schon. Was ist denn da los? Wieso schaffe ich denn so einen Sprung nicht? Leute, die nicht wissen, weil jetzt Lava. Das war ein Video namens Peter wird zu einer ernstzunehmenden Gefahr für den Straßenverkehr. Ein YouTube-Poo. Damit habe ich früher die Ursula immer von der Tanzschule abgeholt. Tja, und nu ist sie tot. Hat sich die Kugel gegeben. Da ist sie dann hier verendet. Das Miststück. Das ist so blöd. Ich mache jetzt hier mal Safe State. Komm, das muss ja jetzt hier mal klappen. Kann doch nicht sein. Wohl ein Witz. Wie mache ich das am besten? So mache ich das am besten. Sobald ich mit Safe States drohe, klappt das doch. Mit dem Nachbarn. Mit dem Nachbarn Paschulke. Ich liebe YouTube-Poop einfach. Ich kann es immer wieder betonen. So, 14. Wahoo! Okay, cool. Wir sind über unsere Bestleistung weit hinaus. Okay. Ja. Oh Gott, ey. Ich hatte mir eben schon kurz das Herz stehen geblieben. Ach, ich falle jetzt wieder runter. Geronimo! Oh, 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 oh. Da müssten wir dann aber alle fünf haben. Tja, Labyrinthe können mich nicht aufhalten. Bei meinem legendären Orientierungssinn überhaupt kein Problem. Gut. Und kaum mache ich zur Sicherheit Safe States, klappen die Sprünge dann auch auf einmal. Also es bleibt dabei, bisher einer oder ich eingeladener Safe State. Ja, genau. Es werden ja schon Counter gemacht, also der Counter wird noch steigen. Bin froh, solange wir noch einen Counter von weniger als 1,0 haben pro Part. Das wird sich, wie gesagt, sehr schnell ändern. So, wo ist denn... Den Abschnitt habe ich gesucht und da kommen wir mit der Sprungplatte hin. Okay, gut. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf. Abschnitt Nummer 3. Was hast du zu bieten? Pilze. Lecker Schmecker. Wie frisch vom Bäcker. Was, seit wann gibt es beim Bäcker Pilze? Egal. So, gehen wir mal darauf. Scheint rutschig zu sein hier. Aber nicht zu rutschig. Hurry! Hurry! Gut, ich habe mich aber wacker gehalten. So, Kazooie, dann mach du das mal. Jetzt hat bloß... Das ist sogar für Kazooie zu steil? Ich höre hier Termiten trapsen. Oh, müssen wir das als Termite machen? Das kann natürlich sein. Transformation muss es ja hier auch geben. Ich meine, wozu solltest du sonst die Mumbo-Schädel hier sammeln können? Wir waren jetzt in vier Welten und haben wir noch nicht einen Mumbo-Schädel in dem Sinne gesehen. Dafür aber in der Oberwelt war ja da sowas. Bin ich also mal sehr gespannt, wann die Mumbo-Schädel hier Verwendung finden. Da unten ist eine Note, okay. An die muss ich dann später denken, ne? Aber die ist ja im Eingangsbereich, also sollte ich eigentlich zwangsläufig, wenn ich zurückgehen will, die dann hoffentlich entdecken. Selbst wenn ich sie jetzt vergessen sollte. Und da drüben ist doch eine wunderschöne Note, die wir mit einem locker flockigen Geflügelsprung locker schaffen können. Ja, das war tatsächlich jetzt nicht so schwer. Gut. Etzala ist nur die Frage, wie kommen wir da hin? Ah ja, hier drüben geht's auch noch weiter. Das ist gut. Hooray! Ja, oh. Jetzt schauen wir uns erstmal... Oh Gott, ein Stier. Du bist das hier, der die ganze Zeit gemutert. Lass mal gut sein. Du hast mich nicht gesehen. Sie haben hier nichts gesehen. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen. Halt's Maul. Okay. Da drüben. Alles klar. Springen wir. Springen wir nochmal. Springen wir noch ein drittes Mal. Und schon haben wir 3 von 5 Snatches.
You will die! Ha! 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 Warum habe ich nur das Gefühl, dass das Gras hier auch rutschig ist? Ne, ist es. Doch, doch ist es. Was ist so? Ne, ist es gar nicht. Doch ist es aber. Ich hab's gefürchtet, du rutschst da unten drunter. Ach, wie. Ah, wie schrecklich. Schauderhaft. Reiner Schauder. So, okay. Wuhu. Warum klingt das hier so ägyptisch? Ich hoffe, ich treffe hier nicht nur gegen irgendeinen Pharao, der mich dann irgendwie zu einem Kartenspiel herausfordert oder so. Mit der Macht der Freundschaft, mit dem Herz der Karten und was weiß ich was alles. Naja. Noob. Noob, sagt er genau. Der Stier ist einfach voll beleidigt und sagt, Noob. Hey, ich bin doch vorher auch hier drauf gelandet. Ist doch alles gut. So. Und. Ja, so klappt das. 19, das heißt, eine fehlt noch. Bestimmt auf der anderen Seite, oder? Auch wenn mir jetzt nicht so wirklich was aufgefallen ist bisher, aber das muss ja nichts heißen. Dass mir nichts auffällt, muss wirklich nichts heißen. Das wisst ihr. Ui. Vorsichtig. Vorsichtig walten lassen. Vorsicht walten lassen, meine ich. Vorsichtigkeit walten lassen. Oh je. Komme ich so da wirklich oben drauf? Ich glaube, ich mache erstmal den Pappenheimer hier weg. Aber so wie es aussieht, brauche ich hier keine Mumbo. Transformation, Transfusion, Gedöns, egal. Das schaffe ich wahrscheinlich eher über die Pilze hier drüben. Gut, okay. Das mache ich vielleicht auch am besten mit Kazui und diesem da, dem Schnabelsprung. Aber schaffe ich das hier auch? Ja, das hat schon mal geklappt. Und wenn ich jetzt den noch aus dem Weg räumen kann, ohne mich runterschmeißen zu lassen, dann sollten wir eigentlich auch hier rüberkommen. Und wir haben's. Damit müssen wir nur auf unser altbekanntes Bäumchen und dann müssten wir alle 25 haben. Wir können ja übrigens auch mal in unsere Statistik schauen. Das haben wir noch gar nicht gemacht bisher. 20 von 25. Eine von zwei, das heißt, es müsste noch eine Honigwabe geben. Und Puzzleteile, ja, gibt's halt hier nicht. Okay. Das heißt, wir müssten irgendwo eigentlich noch eine leere Honigwabe finden können. Nach denen muss ich mich jetzt nicht unbedingt auf die Suche machen. Vielleicht mache ich das irgendwann, wenn ich irgendwie mit dem Endboss komplett überfordert bin, weil dann jede Energieeinheit zählen könnte. Aber gut. So, gehen wir zum Baum. Den haben wir ja schon ein paar Mal gemeistert von den Sprungpassagen her. Ich hoffe, dass ich nicht gerade dort jetzt abstürze und ein Leben verliere. Ein scheiß Label. Bin ich da eigentlich jemals in den Abgrund gefallen bisher? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ich glaube nicht. Also ich weiß gar nicht, ob man dort ein Leben verliert oder ob Abgründe generell einfach nur so eine Art Warp sind. Sofern du dich nicht reinstampfst. Das können wir eigentlich mal testen. Ich mache jetzt einfach mal Safe State. Und jetzt springe ich einfach mal hier runter. Ah ja. Ist tatsächlich ein Warp. Doch müsste mir... Irgendwie klingelt da was. Das müsste mir im Stream doch passiert sein. Das müsste mir im Stream passiert sein. Ich glaube hier im Let's Play nicht. Da hat das eigentlich relativ gut geklappt sogar. So, 21. 4 brauchen wir noch. So, der goldene Banjo für die beste Baumkraxelei werden wir uns diesmal nicht schnappen. Den hat Banjo nämlich nicht verdient. Denn mit Sprungplatten arbeiten kann ja jeder. Ist ja fast schon gecheatet. Gut.
So, wie mache ich das jetzt am besten? Am besten... Das hat nicht ganz so hingehauen, wie ich wollte, aber es hat ausgereicht. Und damit haben wir sie alle. Damit haben wir es. Hajo! Mir Hund's geschafft. Sehr schön. Hier sieht zufällig noch eine Honigwabe. Klebt der Honigwabe an Decke? Okay. Geronimo! Verdammt, ich sagte Geronimo. Hindere mich niemals an Geronimo. Was passiert, wenn ich da reinstampfe? Verliere ich dann ein Leben? Also, den Stampfungsglitch muss ich jetzt hier auch nochmal ausprobieren. Am besten von weit oben, dass das Banjo Ja-Oh sagen kann oder irgendwie so. Das will ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Wir holen jetzt einfach mal den goldenen Banjo für die beste Baumkrake. Das war jetzt zum Beispiel ein Fehler, aber es ist mir nichts passiert. Schön. Okay. Das war nix. Das war nix. Aber ich glaube, da passiert dann auch nichts. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nein. Oder vielleicht oh. Wow. Deine beste Note. Notenscore. 25. So. Damit haben wir Level 1 und Level 4 interessanterweise vervollständigt. Fehlen noch alle Noten aus Welt Nummer 2 und Welt Nummer 3. Und da wir jetzt fliegen können und tauchen können, sollten wir tatsächlich in Welt Nummer 2 einige neue Sachen erreichen können. Da bin ich persönlich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, euch ergeht es hier nicht anders. Was hat es hiermit nur auf sich? Ich verstehe, das ist also, hat also wirklich, es gibt hier anscheinend keine Transformation, nicht, vermute ich jetzt einfach mal, es sei denn, sie kommen irgendwie noch in den Levels 5, 6 und 7, ich glaube 7 Welten gibt's. Interessant. Wir können sie auf jeden Fall sammeln. Ob wir sie brauchen? Das ist Welt Nummer 3 hier. Entschuldigt, ich bin ja komplett verkehrt. Bin ich durch noch eine Notentür gelaufen? Ich bin durch noch eine Notentür gelaufen. Aber egal, dann haben wir wenigstens schon mal das Rätsel hier gelöst. Ich bin durch noch eine Notentür gelaufen. Cool. Und hier geht's wieder zurück. Alles klar, entschuldigt bitte. Das seid ihr mittlerweile gewohnt, ne? Ich könnte den Part auch langsam mal beenden. Das zieht sich ja wieder wie Kaugummi hier. Ach. Na, ja, nee, komm. Oder wir zerlegen nochmal die Innenausstattung hier. Okay, danke, dass du diese Tür eingebaut hast. Es war sehr schön, diese zu zerstören. Das hat Spaß gemacht. So sehe ich das nämlich auch. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.